Unter den ohnehin schon leidenschaftlichen Modellbahnern hier, kurz MOBAs, haben Nathalie und Markus Horn neue Maßstäbe gesetzt. Next Level Modelleisenbahn. Ja, wir leben in einer MOBA-Wohnung, also die MOBA ist um uns herum quasi. Wir leben in der Anlage. Genau, wir leben in der Anlage. Und das ist kein bisschen übertrieben. In ihrer Wohnung im Schwarzwald gehören 3 ganze Zimmer der Eisenbahn. 1,5 Kilometer Gleis sind hier verbaut. Störende Wände mehrfach durchbrochen. Ihre Anlage war schon öfter im Fernsehen zu sehen. Und sie dokumentieren die Baufortschritte auch auf dem eigenen YouTube-Kanal. Ich bin der Markus, ja? Und das hier ist mein Hauptbahnhof. Das war früher unser Schlafzimmerschrank. Einmal geht die Strecke hier vom Schreibtisch herum. Einmal so. Da kommt's aus dem Wendel raus, durchs Bergdorf und dann entlang der Strecke und wieder durch die Wand. Zum Glück ist das hier eine Eigentumswohnung und damit frei gestaltbar. Und zum Glück haben sich 2 gefunden, die diese Leidenschaft teilen. Die einen halten uns für verrückt, die anderen bewundern uns. Ja. Wir lieben beide das Hobby, wir machen es beide. Und ja, warum soll es dann Wände als Grenzen geben oder die Wohnung? Dafür Respekt in der Community. Das ist schon crazy, ja. Aber ich fand es mega. Wenn der einmal durchs Haus fährt, das dauert 21 Minuten. Also das ist schon eine Hausnummer. Endlich mal Gleichgesinnte treffen. Mehr als 100 Modellbahner sind gekommen. Thomas Semmler aus Toronto in Kanada ist sogar extra eingeflogen. Wie geht's denn? Auch Thomas Semmler ist YouTuber. Er will seine Bahn demnächst bis in den Garten ausweiten. Bei seinen Freunden in Kanada trifft er mit seinem Hobby aber auf wenig Verständnis. Die verstehen das einfach nicht. Ich war mal bei ein paar ehemaligen Kollegen zum Abendessen und da zeige ich ihnen das auf dem Telefon, mein YouTube-Video. Die sagen, ja, okay, Thomas, ja, ja, schön. Dass Modellbahner international nicht gerade als cool gelten, ist ihnen hier völlig egal. Ich bin im Dampflok-Zeitalter noch aufgewachsen und die Faszination an der Dampflok, wenn die einmal geweckt worden ist, dann lebt die weiter. Die Leidenschaft für die Eisenbahn fühlt man oder man fühlt sie eben nicht.